Immer mehr Hijab-Mode-Experten wollen die neuesten Modetrends mit bescheidener islamischer Kleidung führen. Sie geben ihr Bestes, um jedem zu beweisen, dass Hijabis genauso trendy, cool und modebewusst sind wie diejenigen, die keinen Hijab tragen. Also kombinieren sie den Hijab mit der aktuellen Mode und nennen es dann fromme Mode. Ein Mix aus Wahrheit und Falschheit. Das Internet ist voll mit Hijab und Fashion, mit Blogs, Artikeln, Fotos und Videos. Und nicht zu vergessen, die Tutorials über die passende Art von Make-up, das zum Hijab passt. Diese Idee soll dafür sorgen, dass die muslimische Frau modern aussehen soll. Ein verändertes Bild der frommen Muslime. Liebe Schwestern, wir wollen niemandem zu nahe treten. Unsere Pflicht als Muslime ist es nur, die Dinge richtig zu stellen. Es geht um Jannah und Jahannam. Es geht um die Zufriedenheit und den Zorn Allahs. Und wir möchten für uns und für euch nur das Beste. So sollten wir uns fragen, hat Allah subhanahu wa ta'ala das Tragen des Hijab offenbart, damit wir den Menschen beweisen, wie modebewusst die muslimische Frau ist? Oder eher, damit wir der Anordnung Allahs auf korrekte Weise nachkommen und dabei nach seiner Zufriedenheit suchen. Allah, der Erhabene, sprach: O Prophet, sprich zu deinen Frauen und deinen Töchtern und zu den Frauen der Gläubigen, sie sollen ihre Übergewänder reichlich über sich ziehen. So ist es am ehesten gewährleistet, dass sie erkannt und nicht belästigt werden. Und Allah ist allverzeihend, barmherzig. Liebe Geschwister, der Islam ist nicht gegen schöne Kleidung, Schmuck oder Make-up. Allah subhanahu wa ta'ala hat es erlaubt, aber nicht, um der Öffentlichkeit etwas zu beweisen. In Zeiten, in denen der Islam diffamiert und als rückständig betitelt wird, glauben vielleicht manche, dass sie diese Leute auf diese Weise zum Schweigen bringen müssen, indem man in der Öffentlichkeit die islamische Kleidung mit der Mode kombinieren sollte. Und vielleicht möchte man den Islam aus gutem Willen in Schutz nehmen. Aber nein, so ist das nicht richtig. Für uns als Muslime besteht der einzige Lebenszweck darin, nur Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu beweisen. Und das tun wir nicht, indem wir Teile des Islam verändern, verdrehen oder auslassen, nur um anderen etwas zu beweisen. Wir müssen nicht auf Hijab-Mode zurückgreifen, um schön auszusehen. Wie der Hijab in der Öffentlichkeit zu tragen ist, hat uns der Koran bereits deutlich dargelegt. Mit solch einem Verhalten verkaufen wir die Zeichen Allahs für einen billigen Preis. Also sollten wir uns fragen, brauchen wir eine Hijab-Modebranche? Oder sollte der Islam nicht so präsentiert werden, wie er offenbart wurde? Und zwar kompromisslos und geradlinig.